Hallo, ihr liebe Zuschauer. Hier ist wieder die Maritzel und wir befinden uns wieder auf der Nordfriesischen Marsch, Version 2.9. Im Moment stehe ich hier gerade an der Brennerei und erwarte meinen PKW, denn wir müssen hier noch den Wasserpunkt anschließen, damit wir hier automatisch Wasser beliefern können. Aber bis der hier ist, können wir auch schon mal noch was anderes machen. Der LKW da vorne, der hat bereits Kartons abgeladen. Oder besser, nein, es waren Paletten. Den können wir schon mal wieder zurückschicken zur Zellstofffabrik. Ich glaube, ich habe heute wieder mal Zungensalat. Das ist ja wieder furchtbar. So, halt. Also, schicken wir den mal zurück zur Produktion Papierfabrik. Ware abholen, jawohl. Da kannst du dich hinmachen. Jawohl, sehr gut. Der düst ganz schön los. Der hat es aber eilig. So, da werden wir den nächsten Empfang nehmen. In Empfang, der hat Kartons. Und hier vorne der LKW rechts, der hat Papier. Das müsste alles hier reingeliefert werden. Eine andere Ansicht, bisschen höher scrollen, sehe ich das besser. So. Okay. Gurte weg. Oh ja, jetzt zoomt er mich direkt wieder ran. Nein, 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 das will ich doch gar nicht. So. Okay, das kann noch ein bisschen rüber. Halt links und Punkt. So, das reicht. Kartons abladen. So, da schicke ich den jetzt mal ganz woanders hin. Und zwar zu den Obstplantagen. Da hinten haben wir nämlich einiges abzuholen. Und tschüss. Jetzt nehmen wir uns den vor. Ach, da vorne steht mein PKW. Wie schön. Er ist angekommen. Sehr schön. Ach, jetzt steige ich da schon wieder aus. Na. So. Kleines bisschen ausholen. Vorsicht mit der Laterne. Ran. Ah, er hängt, er hängt. Ja, ja, es war klar. Die Laternen, ja, ja. Immer noch. Da müssen wir noch mal ein Stück zurück. Nutzt nichts. Der hängt aber richtig jetzt, hä? Eieiei. Da müssen wir schummeln. Da müssen wir schummeln. Nutzt nichts, das kriegen wir den hier nicht weg. Ich weiß schon, wer jetzt lacht. So, na. Jetzt habe ich den nicht losgelassen. Das war jetzt wieder ganz klug. Nochmal. So. Jetzt sollte es gehen. Mal gucken, ob die Kartons weg sind. Nein, sie schweben. Kurz anfassen. So. Die müssen ja weg, sonst können wir ja nicht abladen. Na, jetzt springe ich nur auf die Motorhaube hier. Sehr ungeschickt heute. Gut einlenken. So, jetzt müsste es aber gehen. Ja, sieht ganz gut aus.
Was lange währt, wird endlich gut, ne? Sagt man ja immer so. Na guck, ob ich noch ein bisschen mehr gerade ziehen kann. Die Kartons müssen ja sowieso noch verschwinden. So können wir ganz gut abladen. Okay. So, dann hoffe ich mal, der braucht die Kartons noch. Eben mal kurz aussteigen und das mal anschauen. Oh je. Kartons voll. Ja. Eigentlich ist ja hier davor noch Platz. Ich probiere es einfach mal. Da muss ich mich näher nachher drum kümmern mit dem anderen Fahrzeug. Dann müssen wir die Kartons wieder abholen. Die letzten, die wir jetzt nicht brauchen. Habe ich nicht erwartet. Machen wir den erstmal auf hier. Hm, das wird knapp. Nee. Das geht so nicht. Da müssen wir schieben. Schiebung. Nutzt nichts. Schiebung. Wir schieben die mal hinten an den Rand. So, man muss sich halt zu helfen wissen, nicht? Jawohl, das geht. Noch ein Stück. Ja, gut. Du auch rüber. Schön weit rüber alle. Na, gut. Jetzt die zwei noch. Das kriegen wir auch noch hin. Noch ein bisschen hier vorne hin noch. Geht das? Ja. Und dich schieben wir hier hin. So, wir holen euch nachher ab. Versprochen. Jetzt können wir abladen. Okay. Wie sieht das aus? Oh, noch ein Stück weiter vor, vielleicht hier ein bisschen. Oh, das ist aber sehr schräg. Sah gar nicht so aus vorhin. Wie kommt's denn? So, so, ja, das akzeptiere ich jetzt. Okay, ich hoffe, der nimmt alle rein. Wie schaut's aus? Ja, die werden auch benutzt hier vorne. Sehr gut. Ja, ich denke mal, der wird da doch ziemlich viele brauchen. Da hatte ich noch gar keine da. Das wird schon klappen. Okay. In Klammern denkst du. Das ist ja wieder. So. Ja, zieht sie sich rein. Okay, das ist gut. Wir gehen mal gucken, wie viele da jetzt drin sind in der Halle. Wie das da aussieht. Aha. Okay, Kartonpaletten, Leerpaletten, Papier und Fässer. Das ist also leergutmäßig das, was wir hier liefern müssen. Es fehlt noch einiges. Es braucht noch Fässer, es braucht noch Leerpaletten. Und wie es aussieht, reicht das Papier auch noch nicht aus. Könnte ich eigentlich den kleinen LKW nochmal schicken, den großen hier nicht wirklich. Den schicke ich besser zur Obstplantage. Ja, so werde ich das machen. Sieht ja vielleicht liederlich aus, die Kartons da alle, ne? Sowas von liederlich, nee. So, Obstplantagen. Da hinten werden sie sich jetzt gleich knuppeln. Da stehen jetzt schon einige. Müssen wir mal eben kurz durchschalten, das ist sonst nicht... Der steht schon mal hier parat, jawohl. Das sind Pflaumen, jawohl, Pflaumen. Die nehmen wir uns jetzt mal mit. Ich habe die schon über Global Company rausgeholt, über dieses Menü, ihr wisst schon.
Das war eine volle Ladung gewesen. Eine weitere volle Ladung ist noch zu kriegen. Die will ich aber nicht zur Brennerei bringen, sondern zur Mosterei. Deswegen mache ich das jetzt hier nicht weiter voll. Das reicht erstmal aus. Den schicken wir jetzt zur Brennerei. Ich hoffe, der kommt da an. Okay. Was immer das gerade auch war. So. Brennerei, Brennerei. Unterproduktion. Paletten mit Zutaten. Genau, da müssen wir hin. Oh ja, scheint zu funktionieren, sonst würde er ja nicht losdüsen. Da vorne warten schon zwei. Ich werde dann gleich abspringen, aber ich lasse mich mal mitschippern hier. Hier stehen schon Kirschen. Und ab. Mal schauen, wie viel wir hier drauf bekommen. Honig müssen wir nachher auch noch holen, wie ihr seht. Habe ich auch schon ausgelagert. Erstmal gucken, wie viele Äpfel wir hier mitkriegen jetzt. Aha, okay, alle nicht. Okay, nicht schlimm. Du fährst auch zur Brennerei. Das gibt Obstler. Produktion, wo haben wir es da? So. Sieht interessant aus. Das rote Fahrzeug mit den schön rotbackigen Äpfeln. Das passt irgendwie gut. Und tschüss. Ich springe jetzt ab. Wenn das die Polizei sieht, da kriege ich aber wieder eine drüber gebraten. Aber die sieht's ja nicht, ne? Nö, ach, Die sieht das nicht. Die ist immer da, wo ich nicht bin. Das ist gut. Jetzt holen wir uns den Rest Äpfel. Und dann werden wir schon mal Honig einsammeln. Nicht so schnell. Gut. Dann werden wir uns hier mal ranpirschen an den Honig. Mal gucken, ob der was oben drauf packt. Ich glaube eher nicht. Das wird wohl nicht klappen. Mein Fahrzeug ist ja eigentlich voll. Doch, ach, guck euch das an. Wow, das ist gut. Da können wir noch was mitnehmen. Das ist wunderbar. Die Früchte holen wir uns gleich mit dem nächsten, den wir dann herschicken. Oder der dann ankommen müsste. Ach, da steht er ja schon. Er ist angekommen. Donnerwetter. Honig. Jawohl, Honig. Lecker, lecker. So, den können wir jetzt auch schicken zur Brennerei.
festzurren und ab. Erstmal alles zu. Produktion. Brennerei. Mit Zutaten, die Paletten, genau. So, und ab. Sieht ja gediegen aus. Na denn, und tschüss. Hier passt ja jetzt natürlich was drauf. Bin mal gespannt, wie viel. Schon mal aufmachen das Ganze. Motor an. Langsam gewöhne ich mich dran, dass ich den jetzt immer anmachen muss. Der Mensch ist einfach wirklich schon ein Gewohnheitstier. Also man gewöhnt sich wirklich so an alles, ne? So, ich würde sagen, ich wende hier mal. Weil da hinten war ja jetzt alles weg. Oder stehen da noch Paletten irgendwo? Ne, alles weg. Ne, Moment, doch, da hinten steht noch was. Da müssen wir erst hin. Richtig. Da ist doch noch was um die Ecke rum. Und zwar haben wir da noch die Birnen. So. Na, das wird jetzt eine Kutsche, ja. Oh, 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 das wird eine Kutsche. Ein richtiges Rungeeier. Aber immerhin, ich fahre rückwärts. Boah, ey. Ich fahre rückwärts. Das glaubt man ja gar nicht. So, jetzt müssen wir hier uns anpirschen, damit wir die alle einsammeln. Jawohl. Klappt eigentlich besser, als ich dachte. Jetzt muss ich gleich rückwärts zurück hier. Schön langsam, dann klappt das auch. Die zwei müssen wir aber auch noch kriegen hier, ne? Müssen wir uns nochmal anpirschen. Und, klappt das noch oder nicht? Bist du voll? Oho. So eine große Karre und passt weniger rein. Na, das ist ja nicht gerade effektiv. Da sind ja die anderen ohne Verdeck besser. Da passt mehr rein. Oh, beinahe. Beinahe. Naja, jetzt gibt es gleich einen Stau an der Brennerei. Festzurren, zumachen. Jawohl. So, und dann fährst du auch zur Brennerei. Da könnt ihr euch alle treffen. Paletten mit Zutaten. Jawohl. So, ich glaube, jetzt muss ich mich aber da schnell mal hinmachen. Dass wir das hier alles auf die Reihe kriegen. Der muss aus dem Weg. Wasser binden wir dann gleich an. Ja. Ich stelle den direkt hier um die Ecke. Hier ist ja der Wasserpunkt. Da stört auch die anderen Fahrzeuge nicht. Ach so, ja. Ich muss ihn ausschalten. Klar, das muss ich jetzt natürlich auch. So. Okay. Dann müssen wir den jetzt hier entladen. Hier rechts. Also hier hat eine ganze Ladung drauf gepasst. Mehr als auf den großen mit Verdeck. Das hätte ich nicht erwartet. So, ich muss mal klein
Aha, du kannst nicht weiter rückwärts, weil der schon wieder stört. Na gut, dann schaffen wir dich erstmal aus dem Weg. Da wird der andere erstmal abgeladen. Das ist auch nicht schlimm. Das ist jetzt halt der provozierte Stau. Gut. Ja. So, jetzt muss ich mich neben dem versuchen einzujonglieren. Aber das klappt. Gut, so reicht es ja schon. Alles klar. Wenn wir das mal hier organisieren. Leine los. Müssen wir ein Stück rüber. Nicht zu weit hinter. Wie sieht's aus? Ja, ist drinne. Können wir das noch ein Stück weiter vorschaffen? Da kann ich den anderen nämlich direkt mit drauf packen. Ja, ich riskiere es mal. Es wird schon gehen so. Und Z. Boah. Ja gut, okay. Den nehmen wir jetzt hier weg. Hier. Komm mal mit zurück. Komm mal mit zurück. Gleich mal hier von Hand und drehen den um und dann kann er zurück zur Plantage. Obstplantagen. Wir haben heute viel zu tun. So, da fährst du hin. Und tschüss. Jetzt bist du dran. Jawohl. Na komm schon. Ja, ran, die sind ja schon alle weg. Oh, der hat aber schnell gearbeitet hier, mein lieber Scholli. So, Leinen ab. Noch ein Stück rüber. Und Z. Jawohl, das funktioniert. Jetzt bringe ich den auf dieselbe Art und Weise zurück auf die Straße. Möglichst nicht im Graben landen. Das kann man nicht gebrauchen. Wir haben andere Möglichkeiten zum Saubermachen. Da kommt da ja schon der andere. Okay. Hochbetrieb hier. So, du fährst wieder Obstplantage. Schwupp, weg. Da muss man ganz schön aufpassen und organisieren hier, dass alles auf drei geht. Jetzt nimmt der den Trecker direkt ein. Da können wir den da vorne nachher hinterher entladen. Das passt schon. Okay. Ja, er hat sie gleich eingesammelt hier. Sieht ja interessant aus. Die standen ja mal gerade, jetzt sind sie kreuz und quer. So, nimmt er den auch noch da? Ich hoffe. Ah, das sieht ein bisschen eigenartig aus. Gehen wir mal lieber kontrollieren. Aber eigentlich steht es ja drinnen hier. Nee, da will das nicht. Müssen wir den mal hier ein bisschen herschieben. Komm mal her. So. Jawohl, jetzt nimmt dann. Sehr schön. Auf die Kiste. Leinen weg. Was habe ich jetzt gemacht? L muss man drücken. So. Okay. Auch noch ein Stück rüber.
kein Problem. Leicht schräg, aber drauf. Und Z. Naja. Kennt man eigentlich? Ach ja. Das sieht sehr interessant aus. Da machen wir gleich mal ein Foto. Könnte sein, dass wir das noch brauchen. Alles weg. Sehr schön. Dann machen wir den wieder zu. Jawohl, sehr gut. Und jetzt werde ich den hier links rum jonglieren. Können wir den anderen da zurückholen und auch entladen. So, wunderbar. Und du fährst auch. So. Nee, Quatsch, da waren wir ja gerade. Oh, 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 jetzt geht's aber los. Nein, nicht Produktion. Obstplantagen. So, da musst du hin. Und tschüss. Jetzt muss ich mich um den da kümmern. So, jetzt fahren wir zurück, mein Gutster. Du warst so brav und hast denen alle Platz gemacht, ne? Ja. Du kriegst jetzt gleich einen Kaffee extra. Hast du gut gemacht. So, dann werden wir den entladen. Leinen los. Mit B. Und, na, ich schieb's noch lieber ein bisschen rüber, ist besser. Und Z. So. Ja, das können wir jetzt alleine machen lassen. Wir schaffen den schon mal um die Ecke rum. Ich möchte jetzt erstmal schauen, wie das jetzt hier aussieht. Oh, wir haben ja schon Whisky. Ach du lieber Himmel, das geht aber schnell. Korn haben wir auch schon. Obst haben wir schon. Ja. Kartoffeln müssen wir noch liefern, vermutlich. Und Eier und ich denke mal Sahne. Schweinefutter können wir auch schon abholen. Ja, genau. Eier, Sahne und Erdbeeren müssen wir noch liefern. Ach, und Zucker. Und Kartoffeln. Alles klar. Zucker ist wichtig, natürlich. Gut, gut. Da weiß ich ja schon mal, wo ich dich jetzt hinschicke. Mein Schatz, du fährst jetzt zur Zuckerfabrik. Boah, die vielen Produktionen hier. Oh, 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 oh. Anlieferung, Paletten abgeben, Rüben, Verkauf, nein. Zucker wollen wir abholen. Und tschüss. Na, kommst du rum? Ja, du kommst rum. Wie haben wir es mit der Zeit? 29 Minuten. Okay, wir müssen abbrechen. Sonst wird das Video viel zu lang. Okay, meine Lieben, in dem Sinne sage ich euch für heute mal Tschüssi. Es hat mir Spaß gemacht, die Brennerei das erste Mal so richtig komplett voll zu schütten. Sozusagen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag oder wann immer ihr auch schaut. Es kann ja sein, dass ihr auch vormittags schaut. Dann wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi, eure Maritzel.